Y muchísimas gracias por acudir a esta segunda conferencia en recuerdo y en honor de José Pedro Pérez Llorca, en la que queremos rendir homenaje a Cuinfé, patrón, presidente del patronato, patrón y presidente del patronato de esta casa, quien puso al servicio del museo toda su capacidad, toda su inteligencia y su abrumadora cultura. Para mí es un referente necesario, imprescindible, en la misión de presidir este museo. Él lo hizo con brillantez y lo hizo también con enorme elegancia. Hoy está con nosotros su hijo Pedro. Están también muchos de sus amigos entre vosotros, entre ustedes. Y también me gusta decir que hay un buen número de personas del museo, que trabajan en el museo, que han querido también venir aquí a escuchar y a recordar. Yo creo que poco más hay que decir. Este año el conferenciante se llama Rudiger Safranski. Es un filósofo sólido que ha escrito grandes obras, algunas sinceramente muy profundas, incluso algunas difíciles de llegar hasta el final. Nos hablará en alemán y por tanto tienen ustedes el mecanismo para la traducción. La conferencia se titula Arte y moral, un título pues, muy apto para estos momentos en los que vivíamos. Y nada más, que lo escuchen ustedes con satisfacción, que les guste, que les provoque y después, si quieren, pues se dan ustedes un paseo por el Prado para meditar y recordar los sentimientos que haya provocado en ustedes. Nada mejor que pasear por los pasillos del Prado con la cabeza ocupada en cosas bellas. Y espero que la conferencia de hoy será también bella. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Pedro Pérez Llorca, el hijo mayor de José Pedro y el director de su despacho de abogados. Pedro, toca. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo tengo muy poquito que decir. Nosotros estamos aquí porque estamos apoyando este ciclo de conferencias. Lo hacemos con dos finalidades. Una es contribuir al Museo del Prado, que es un depósito de civilización, y tratar de contribuir pues, apoyando una contribución desde el pensamiento, ¿no? Como es este ciclo de conferencias. En segundo lugar, pero también pues, bueno, queremos contribuir a que quede alguna memoria de mi padre, José Pedro Pérez Llorca, y de su vinculación con el museo, pues en algún recoveco del espacio-tiempo. Me quería dirigir al profesor Safranski. Con su permiso voy a hacer un pinito en alemán. Esto va a salir mal, pero lo voy a intentar. Herr Safranski, vielen Dank. Mein Vater hätte sehr gerne Sie kennengelernt. Er war ganz für die Germanistik. Ich habe leider nicht so viel mit ihm darüber geredet, als ich, wie ich hätte machen müssen. Sie wissen wohl, was man von der Minute ausgeschlagen, gibt keine Ewigkeit zurück. Heute werde ich sehr aufmerksam hören, was Sie zu sagen haben. Vielen Dank. Muchas gracias a nuestro presidente, el señor Solana. Muchas gracias al señor Pérez Llorca. Las publicaciones de quien en la velada de hoy es huésped de la conferencia Pérez Llorca, Rüdiger Safranski, son muy numerosas y han sido reconocidas con el favor del público en múltiples países y en múltiples lenguas y también con galardones tan importantes como, por ejemplo, el premio de ensayo
Ernst Robert Curtius, el premio Friedrich Nietzsche, el premio Friedrich Börner, el premio Thomas Mann, el premio nacional de Alemania. Resumir en unos pocos minutos la trayectoria de una escritura tan importante y rica como la suya es tarea imposible y probablemente también innecesaria, puesto que hablo para una audiencia que conoce sus libros, que ha al menos tomado contacto con ellos. Pero permítanme compartir con ustedes algunas consideraciones sobre aspectos especialmente valiosos en su obra, en la lectura que hago, que probablemente es una lectura que ustedes compartan perfectamente, porque no voy a señalar cosas extrañas, sino más bien algo que se presta al consenso de sus lectores. Los libros de Safransky, bien lo sabemos, han frecuentado estudios eminentes de eso que se llama el Deutscher Geist, el espíritu alemán, y particularmente de la era de Goethe. Su trabajo sobre E.T.A. Hoffmann, sobre Schiller, Hölderlin, sobre el propio Goethe, son bien conocidos. También se ha ocupado de obras fundamentales de otros pensadores alemanes como Nietzsche y Heidegger. Son todos ellos, todos estos autores que estoy mencionando, nada fáciles de analizar. Y él ha ofrecido lecturas de gran calado intelectual de esos y otros autores, a la vez que ha cultivado una escritura apta para el público general e independiente de corsés académicos, de innecesarias erudiciones, digamos, fuera de ese contexto de análisis puro de texto. Y si algo destaca en su curiosidad intelectual es el interés por la vida de las personas que estudia. Por ejemplo, su relato de la amistad entre Goethe y Schiller se pregunta por la amistad en sentido eminente, pero en base a un seguimiento de vivencias efectivas, un seguimiento verdaderamente de la existencia que ambos compartieron en los 10 años de vida que el destino les permitió tener relación y construir esa relación de amistad. Su biografía sobre Nietzsche también, por ejemplo, reconstruye el pensamiento del filósofo, pero ante todo como guía de una trayectoria personal, de una vida. Su libro más reciente, que se titula Ser único, que se ha publicado este año, se pregunta por la construcción del ser personal, de la individualidad, del yo, en múltiples figuras. Se pregunta por esta cuestión en Montaigne, en Kierkegaard, en Rousseau, en Stendhal y en otros tantos autores. Bien, la biografía, o en este caso, en este ser único, más bien como la microbiografía que practica Rüdiger Safransky tantas veces, es el instrumento para guiarnos hacia una, digamos, Lebensphilosophie, una filosofía de la vida. Esto que aquí en el mundo académico se llama, como corriente filosófica, vitalismo. En fin, la vida, el reto de afrontarla con saber, es el objeto de reflexión constante en sus libros. Y señala incansablemente a la vida como objeto de la filosofía misma, como ya hicieron los filósofos antiguos, los llamados filósofos preáticos o presocráticos, solo que él lo hace sobre la base del estudio de los modernos, claro está. Bien, el tema de hoy, arte y moral, quiere mostrarnos la encrucijada en la cual la actualidad ha decidido situar estos dos conceptos, estas dos nociones, arte y moral, tan antiguos como la propia humanidad. Y dará de ello una representación argumentada de estas ideas tan centrales en nuestra vida, pero ante todo para que nos importen en nuestras vidas y también, por supuesto, en nuestra vida en sociedad. En fin, es muy de agradecer la presencia del señor Safransky entre nosotros.
Muy bienvenido. Le escuchamos. Ja, meine Damen und Herren, ich danke für die freundliche Begrüßung und für die Worte und die Einstimmung. Und ich will auch sagen, ich freue mich, hier zu sein, bin auch stolz, in diesem großartigen Prado mit dieser beeindruckenden Geschichte und bei einer solchen Institution, da ist man als Subjekt immer ganz klein. Aber das muss man ertragen. Die Kunst ist groß, das Leben ist kurz, die Museen sind lang und wie hier sehr, sehr stattlich. Immer wenn ich in Madrid bin, ist mein erster Besuch in den Prado. Deswegen können Sie sich vorstellen, wie sehr ich mich freue, jetzt hier zu sein. Ich beginne jetzt mit meinem Vortrag. Wir sind nicht nur mit einem Realitätssinn ausgestattet, sondern auch mit einem Möglichkeitssinn und sogar mit einem Sinn für das Unmögliche und Unwahrscheinliche. Wir können uns auf das Gegebene fixieren. Wir können aber auch abschweifen in irreale Sphären. Wir sind Wesen, die immer auch woanders sind. Wir fantasieren, träumen, spekulieren. Der Mensch ist nicht ganz dicht, er entweicht ins Imaginäre. Es gibt einen Sinn für das Reale und einen für das Irreale. Immer schon hat man das Diesseits um ein Jenseits erweitert. Mit dem Verschwinden des alten Glaubens und des alten Jenseits ist man dazu übergegangen, ein Jenseits im Diesseits zu erfinden. Das ist die Domäne der Kunst. Kunst im weiten Sinne verstanden, schließt Dichtung, Malerei, Musik natürlich ein. In mancher Hinsicht ist sie, also die Kunst, die Fortsetzung der Religion mit ästhetischen Mitteln. Sie hat es mit dem Erhabenen, dem Geheimnisvollen zu tun. Sie hat ihre eigenen Liturgien und Rituale, ihre abgesonderten und andachtsvoll verehrten Orte. Dort mag es zwar auch geschäftstüchtig zugehen, dort wird auch Geld verdient und um Ansehen gerungen. Der nüchterne Realitätssinn ist also auch im Spiel. Aber eigentlich geht es dort doch um etwas, das über den normalen Realitätsbetrieb hinausgeht. Thomas Mann hat eine 1000-seitige Parabel über diese Exterritorialität der Kunst geschrieben. Der Zauberberg. Der Protagonist Hans Castorp, ein angehender Ingenieur aus gutbürgerlichem Hause, wird in einem Sanatorium dort oben in Davos in mondäne und morbide gesellschaftliche Kreise gezogen, wo man eine befristete Auszeit vom gewöhnlichen Realitätsprinzip nimmt.
Dort oben lebt man in einer anderen Welt. Unter dem Einfluss des hermetischen Zaubers des Ortes, so ein Ausdruck von Thomas Mann, wird hier gedacht, gefühlt, gelebt auf eine Weise, wie es sonst gewöhnlich nicht geschieht. Die Menschen im Sanatorium haben viel Zeit, auch leere Zeit, die sie mit ihren eigenen Ritualen füllen. Bei den Liegekuren auf dem Balkon sind die realen Probleme des Flachlandes in die Ferne gerückt. Wie in einem Treibhaus wuchern Gefühle und Gedanken, die sonst im bürgerlichen Alltag keinen Ort haben. So also wird der Roman Der Zauberberg zur Parabel über die Exterritorialität der Kunst. Es handelt sich um einen überaus erfolgreichen Roman. Thomas Mann gab nach der 100. Auflage des Romans seinem Erstaunen Ausdruck. Ich zitiere: War zu glauben gewesen, dass ein wirtschaftlich bedrängtes und gehetztes Publikum aufgelegt sein werde, den träumerischen Verknüpfungen dieser in 1200 Seiten ausgebreiteten Gedankenkomposition zu folgen? Zitat Ende. Während der Arbeit am Zauberberg witzelte Thomas Mann über die Fragwürdigkeit des Dichters, des Künstlertums überhaupt. Nochmal ein Zitat, Thomas Mann. In der Tat wird mein Erstaunen über die Ehre, welche die Gesellschaft dieser Spezies erweist, niemals enden. Ich weiß, was ein Dichter ist, denn bestätigtermaßen bin ich selber einer. Ein Dichter ist, kurz gesagt, ein auf allen Gebieten ernsthafter Tätigkeit unbedingt unbrauchbarer, einzig auf Allotria bedachter, dem Staate nicht nur nicht nützlich, sondern sogar aufsässig gesinnter Kumpan. Tatsache aber ist, dass die Gesellschaft diesem Menschenschlage die Möglichkeit gewährt, es in ihrer Mitte zu ansehen und höchstem Wohlleben zu bringen. Mir kann das recht sein. Ich habe den Nutzen davon. Aber es ist nicht in Ordnung. Ironisch kokettiert Thomas Mann mit der Schwierigkeit, den sozialen Nutzen der Künste und damit ihren Ort im Gefüge der gesellschaftlichen Ordnung zu bestimmen. Womit genau kokettiert Thomas Mann? Es ist das, was er Allotria nennt und was im Kern wohl bedeutet, Wirklichkeitsflucht, Ausschweifungen und Abschweifungen von den Pflichten des Tages, den politischen, den ökonomischen, den moralischen. Thomas Mann kokettiert also mit dem Problem der Rechtfertigung der Kunst. Denn in einer Welt, in der alles nach dem ökonomischen, moralischen, politischen und sonstigen Nutzen taxiert wird, gibt es dieses Problem der Rechtfertigung der Kunst. Was hat man sich nicht alles einfallen lassen, um die Kunst zu rechtfertigen? Es gibt zahlreiche Diskurse dazu, die aufwendig und subtil erklären, wie Kunst die Moral, die Sensibilität, die Empathie, das richtige politische Bewusstsein stärkt. Allerdings,
wenn sich die großen ökonomischen Erfolge einstellen, wie etwa bei Thomas Mann oder in der Malerei beim heutigen Kunstmarkt, erübrigen sich solche Rechtfertigungen. Wenn das Kapital in die Kunst fliehen, ist umgekehrt die Wirklichkeitsflucht der Kunst kein Thema mehr. Der Geldwert triumphiert über jeden anderen Wert und erledigt jede Fragwürdigkeit. Es gibt eine Dimension der Fragwürdigkeit der Kunst, die nicht immer, aber immer wieder zum Vorschein kommt. Eine Fragwürdigkeit, die hartnäckig, aber unterschwellig wirkt und die einem erst richtig bewusst wird, wenn man sie als solche ausdrücklich benennt. Eine Fragwürdigkeit, die letztlich eine moralische Bedeutung besitzt und die Existenz der Kunst in schlechten Zeiten sehr grundsätzlich in Frage stellt. Man spürt es in Krisensituationen. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie etwa, als die meisten Kulturveranstaltungen vom Lockdown betroffen waren und nicht stattfinden konnten, regte sich nur schwacher Protest. Auch die Kulturschaffenden sahen zunächst ein, dass Kultur zwar wichtig, aber so wichtig dann doch wieder nicht war. Ähnliches geschieht beim Überfall Russlands auf die Ukraine, der mit einer Atomkriegsdrohung verbunden ist. Das ist ein solches ungeheures, beängstigendes Ereignis, das für den Augenblick jedenfalls Kunst als recht nebensächlich erscheint und man sich bisweilen weltflüchtig vorkommt, wenn man sich in sie vertieft. Kurz, die Bedeutung und die Wirklichkeit der Kunst wird stark relativiert. Sie erscheint plötzlich als eine schöne Nebensache und man empfindet es als moralisch fragwürdig, wenn man sich zu sehr mit ihr beschäftigt. Was hier spürbar wird, meine Damen und Herren, ist die säkularisierte Wiederkehr der alten Theodizee-Frage, die da lautet: Wie lässt sich angesichts der Übel in der Welt die Existenz Gottes überhaupt erweisen? Wenn Gott der Inbegriff des Guten ist, wie konnte er dann das Böse und die Übel in der Welt überhaupt zulassen? Es kam also darauf an, die Existenz Gottes zu rechtfertigen angesichts des Bösen in der Welt. Seitdem Gott verblasst, weil der Glaube schwindet, verblasst auch die alte Form der Theodizee-Frage. Doch wird sie in neuer Form gestellt, und zwar an die Kunst. Die Kunst wird an die Stelle Gottes gerückt und es wird analog gefragt: Wie lässt sich angesichts des Übels in der Welt das vergleichsweise luxurierende Unternehmen der Kunst rechtfertigen? Wenn anderswo Menschen Hunger sterben oder durch politische Gewalt und Kriege umgebracht werden, darf man dann sein Vergnügen an der Kunst, und es ist ja immer auch Vergnügen dabei, ausleben? Ist die Kunst mit ihrem Willen zur Schönheit in solcher Konstellation nicht verantwortungslos,
weltflüchtig, also Allotria, wie es bei Thomas Mann heißt? Ist es nicht überhaupt eine Ungerechtigkeit, wenn die einen Kunst machen und genießen können, also im Überfluss leben, und es den anderen am nötigsten fehlt? In einem Gedicht des jungen Hugo von Hofmannsthal heißt es: Manche freilich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen, andere wohnen bei den Sternen droben, kennen Vogelflug und die Länder der Sterne. Auf der Kunst lastet also ein Rechtfertigungsdruck, mehr oder weniger stark, je nach Zeitumständen. Tolstoi beispielsweise hat gegen Ende seines Lebens angesichts des ungeheuren sozialen Elends um ihn herum dazu aufgefordert, sozial Nützlicheres zu tun, als erfundene Geschichten zu erzählen. Er jedenfalls hörte damit auf. Es gibt also einen Verrat an der Kunst aus Solidarität mit dem Elend und der Ungerechtigkeit. Im bolschewistischen Russland kam die revolutionäre Zerstörung der Kultur auch aus dieser Quelle. Kunst geriet unter das Regime eines politisch-moralischen Utilitarismus. Sie muss sich im fortschrittlichen Sinne nützlich machen. Das führt zur berüchtigten Dienstverpflichtung der Kunst im totalitären Staat. Die autonome Kunst wird liquidiert. Ich habe hier das Beispiel des Kommunismus gewählt, weil hier im Namen des angeblich Guten, des Fortschrittlichen, die Kunstfeindlichkeit regiert. Heinrich Heine, der mit den frühen Kommunisten zunächst sympathisierte, hatte das bereits geahnt. Ein Jahr vor seinem Tod, in der 1855 geschriebenen Vorrede zu Lutetia, legt Heine ein bemerkenswertes Geständnis ab. Er hat, schreibt er, die kommunistischen und sozialistischen Ideen unterstützt und weiß doch, dass sie, sollten sie erfolgreich sein, eine Zeit heraufbringen, in der es den Menschen materiell vielleicht besser geht, aber die Nachtigallen, so nennt er die Poesie, ausgesungen haben werden. Er schreibt: Nur mit Grauen und Schrecken denke ich an die Zeit, wo jene dunklen Ikonoklasten, er meint die Kommunisten, zur Herrschaft gelangen werden. Mit ihren rohen Fäusten zerschlagen sie alsdann alle Marmorbilder meiner geliebten Kunstwelt. Sie zertrümmern all jene fantastischen Schnurrpfeifereien, die dem Poeten so lieb waren. Die Nachtigallen, die unnützen Sänger werden fortgejagt. Und ach, mein Buch der Lieder wird der Krautkrämer zu Tüten verwenden, um Kaffee oder Schnupftabak darin zu schütten für die alten Weiber der Zukunft. Es sind zwei Stimmen in seiner Brust. Dies ist die eine. Die andere Stimme in seiner Brust ist von einem schrecklichen Syllogismus behext, wie er das nennt. Kann ich der Prämisse nicht widersprechen, dass alle Menschen das Recht haben zu essen, so muss ich mich auch
allen Folgerungen fügen. Die Folgerungen aber lauten: In einer Welt voller Übel und Ungerechtigkeit ist es ein elitärer Luxus, sich mit seiner Poesie, mit den Nachtigallen auf eine Insel der Seligen zurückzuziehen. Wenn schon Poesie, so dachte er, dann muss es wenigstens politische Poesie sein. Nur als politische Kunst schien die Kunst gerechtfertigt zu sein. Und so bleibt Heine hin und her gerissen zwischen seinen Nachtigallen und seinem Wunsch, wie er das nennt, ein braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit zu werden. Doch bei Heine behält der Dichter doch das letzte Wort. Wenn die Kunst nicht durch sich selbst gerechtfertigt ist, sondern durch moralische, politische oder ökonomische Zwecke, dann hat sie schon verloren. Diese Problematik kehrt in politisch erregten, krisenhaften Zeiten immer wieder zurück. Zum Beispiel in der politischen Kulturrevolution um 1968, in der ich als Student sozialisiert wurde. Man verkündete damals aus Gründen des fortschrittlichen politisch-moralischen Utilitarismus den Tod der Literatur und forderte rigoros eine neue Kunst und Literatur, die sich engagiert und aus dem Elfenbeinturm, wie man sagte, herauskommt. In Vietnam, so hieß es, werden Kinder von amerikanischen Napalmbomben verbrannt. Deshalb werde Kunst, die von solchen Problemen unberührt bleibt, zur Lüge. Da ist sie wieder, die Theodizee-Frage an die Kunst. Wie kann das Schöne existieren neben dem Bösen in der Welt? Angesichts der Verpflichtung auf das soziale Gute ist für das Schöne kein Platz. Die Hingabe an das Schöne galt als schlaffer Genuss, Ästhetizismus, Luxus, als falsche Versöhnung. Gerechtfertigt ist sie nur, wenn sie selbst, die Kunst, zur Waffe wird im politischen Kampf. Literarisch hieß das damals zum Beispiel Straßentheater, Flugblatt, Reportage, Dokumentation. Kunst im Handgemenge also, nicht aber das Eintauchen in die eigenen Welten der großen Werke. Bei der diesjährigen Documenta in Kassel konnte man diese totale Politisierung der Kunst wieder erleben. Nicht die weltliche Kunstmarktwelt mit ihrem auf Originalität fixierten individualistischen Genie-Mythos sollte ausgestellt werden, sondern die politischen Anliegen des sogenannten globalen Südens sollten das Thema sein, also Antikolonialismus. Eingeladen waren auch keine einzelnen Künstler, sondern, wie sich das gehört, Kollektive, die einer sozialen, ökologischen, politischen Agenda folgten. Die Autonomie der Kunst erscheint aus dieser Sicht als rückschrittlich, elitär, als eine Art Neokolonialismus auf dem Gebiete der Kunst. In Wirklichkeit aber ist die Autonomie der Kunst eine Form der Distanz. Man entkommt der Unmittelbarkeit der Affekte, Gedanken, Bekenntnisse. Die Kunst spielt mit ihnen. Wenn aber alles politisch sein soll, kann man auch nur politisch darauf reagieren. Der Zwischenraum der Kunst
der immer auch ein Raum der spielerischen Freiheit ist, dieser Zwischenraum verschwindet. Und deshalb war in der größeren Öffentlichkeit bei der diesjährigen Documenta vom vermeintlichen oder auch wirklichen Antisemitismus einiger Künstlerkollektive die Rede. Es ging nicht mehr um Kunst, sondern um die richtige Gesinnung. Nicht um Originalität, sondern um Gruppenidentität. Kunst ist selbstverständlich immer auch moralisch und damit auch politisch. Trotz der Autonomie ist eine Abspaltung des Moralischen von der Kunst natürlich nicht möglich, weil die Kunst mit dem Ganzen unserer geistigen und seelischen Existenz verwoben ist und deshalb auch mit der moralischen Sphäre. Doch es macht einen großen Unterschied, ob diese moralische Durchdringung von innen her aus sich selbst geschieht oder von außen aufgedrängt und verordnet wird. Der freie Kunstwille, mag er auch von der Moral durchdrungen sein, widersetzt sich einem äußeren, gar politisch verordneten moralischen Regime. Er will sich nicht einspannen lassen in den politisch-moralischen Utilitarismus. Doch der Druck ist bisweilen so stark, dass sich die Kunst den Forderungen des Engagements für die vermeintlich gute Sache nicht entziehen kann. Das gilt nicht nur für die totalitären und autoritären politischen Systeme, in denen die Kunst sowieso wenig freien Spielraum hat und unter ideologischer Kontrolle steht. Das gilt auch für unsere freiheitlichen Verhältnisse, in denen es eben auch, wenn auch subtiler und sanfter, eine Dienstverpflichtung der Kunst für die vermeintlich gute Sache gibt, also für das, was gerade als politisch korrekt gilt. Dieser Druck ist natürlich stärker, je mehr staatliche Subventionen fließen. In Kassel bei der Documenta sind über 40 Millionen Euro als Subvention geflossen. Deshalb wurde die Documenta auch zu einem Hochburg der antikolonialen Gesinnungsästhetik, die es einem erlaubt, beides zugleich zu sein, ein Schöngeist und ein guter Mensch. Gegen solche Gesinnungsästhetik hat die Kunst immer wieder protestiert. Im französischen La Pour La in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wollte man von dieser politisch-moralischen Zweckbestimmung der Kunst nichts wissen. Kunst sollte ihren Zweck in sich selbst haben. Der Bereich des Ästhetischen sollte frei bleiben von sonstigen Zwecksetzungen. Und die ästhetische Erfahrung wurde jenseits von Gut und Böse lokalisiert. Théophile Gautier etwa bekennt: Mir ist das Bewusstsein von Gut und Böse völlig verloren gegangen. Ich könnte kaltblütig die grausamsten Szenen ansehen. Im Leiden und Missgeschick der Menschheit liegt etwas, was mir nicht missfällt. Die künstlerische Avantgarde damals experimentierte mit einer Ästhetik des Schreckens als Gegenbewegung. Flaubert imaginiert in seinem Roman Salammbô einen barbarisch wilden Orient und wollte das Böse im Nahkampf packen, wie er sagte, ungerührt, kalt, ohne moralischen Vorwurf. Für ihn galt: Kunst schützt vor dem Bösen nur,
indem man sich ihm vorbehaltlos überlässt. Es ist zu ergänzen im Imaginären, denn es ist Literatur. Man wird seine bösen Träume nicht dadurch los, dass man sie zensiert. Sie müssen sich austoben dürfen, und die Kunst beginnt dort, wo man sie kalten Bluts und mit dem stolzen Willen zum Stil protokolliert. Auch wenn man damit bei der Gesellschaft und ihren jeweiligen moralischen Konventionen und Forderungen Anstoß erregt. Davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Ich zitiere Flaubert, wer bist du denn, o Gesellschaft, um mich zu irgendetwas zu zwingen? Welcher Gott hat dich zu meinem Herrn gemacht? So heißt es in einem Brief Flauberts. Baudelaire, nicht weniger verfeindet mit der bürgerlichen Gesellschaft, provoziert mit seinen Blumen des Bösen den bürgerlich guten Geschmack und die öffentliche Moral. Er gibt sich blasphemisch und sadistisch, wenn er die Kreuzigung feiert und von Blutgerüsten träumt. Er verweigert sich nicht nur dem moralischen Regime, er bekennt sich ausdrücklich zur Amoralität, zu einer Poesie jenseits von Gut und Böse. Wenn Künstler wie Baudelaire die bürgerliche Normalität und ihre Moral verachten, dann spielen sie sich nicht auf als die moralisch Besseren. Sie haben nicht den Ehrgeiz, zum Gewissen der Nation zu werden. Sie wollen sich nicht in Dienst nehmen lassen. Was man ihnen vorwirft, dazu bekennen sie sich. Sie wählen bisweilen den Elfenbeinturm. So begegnet man Kunst aus der Perspektive eines alltäglichen Realismus mit Argwohn. Teils wird sie abschätzig als nutzlos verachtet, teils vermutet man mit einigem Ressentiment und Neid außerordentliche Geisteszustände bei den Künstlern. Nabokov schrieb einmal: Ein Werk der Erfindung existiert für mich überhaupt nur, soweit es mir, das will ich ganz unverblümt sagen, ästhetisches Hochgefühl verschafft. Also die Empfindung, irgendwie, irgendwo mit anderen Seinszuständen zusammenzugehören. Nabokov formuliert hier etwas, das schwer zu fassen ist. Es ist etwas an der Kunst, wodurch sie über das bloß Realitätstüchtige hinausgeht. Sie verliert sich gerne im Spiel und im Verlangen, in den eigenen Bildern zu verschwinden. Es gibt die schöne Geschichte, die Legende von einem Maler, der alt geworden war und einsam über der Arbeit an einem einzigen Bilde. Schließlich wurde es doch fertig. Er lud die verbliebenen Freunde ein. Sie umstanden das Bild. Ein Park war darauf zu sehen. Ein schmaler Weg zwischen Wiesen führte zu einem Haus auf der Anhöhe. Als die Freunde, fertig mit ihrem Urteil, sich dem Maler zuwenden wollen, ist er nicht mehr da. Sie blicken ins Bild. Dort geht er,
Auf dem Weg die sanfte Anhöhe hinauf, öffnet die Tür des Hauses, steht einen Augenblick still, dreht sich um, lächelt, winkt noch einmal und verschwindet. Sorgfältig die gemalte Tür hinter sich verschließend. Die Kunst kennt das Verlangen, in den eigenen Bildern zu verschwinden. Sie will den anderen Zustand, vielleicht auch die Weltfremdheit. Das ist ihr ekstatisches Element, das sich nicht in die Pflicht nehmen lässt von dem Prinzip der Lebenserhaltung und Solidarität, das für Politik und Moral sicherlich verbindlich sein sollte. Die Kunst aber muss nicht sozial sein wollen. Der Taugenichts, eine wunderbare Novelle von Eichendorff in der deutschen Romantik, der Taugenichts ist ihr Schutzpatron. Zur ekstatischen Natur der Kunst gehört, dass sie den Weltbildern und Überzeugungen, mit denen man es sich bequem macht, mit ironischem Vorbehalt begegnet. Wenn sonst alles zur konsensfähigen Mitte drängt, bleibt die Kunst gerne an den Rändern, bei den Extremen. Das Ekstatische in der Kunst ist eine Beimischung. Kunst lässt sich nicht als Dauerekstase definieren, denn sie ist mit vielen ihrer Antriebe ins realitätstüchtige politische und moralische Geschäft verwickelt. Und doch steckt in ihr ein Mehrwert, der über alle diese Bereiche hinausweist. Nietzsche lieferte dafür die schönste Beschreibung beim Nachdenken über die ästhetische Erfahrung. Ihr traute er zu, dass sie die eigentliche Dimension der Wahrheit über den Menschen berührt. Und das bedeutet für ihn, dass sie in die dionysischen tiefen Schichten des Lebens hinabreicht und damit an den Schlaf der Welt rührt. Das ist sein Ausdruck, an den Schlaf der Welt rührt. Die wahre Kunst hat für ihn eben auch etwas Ekstatisches, Berauschendes. Sie versetzt in einen außerordentlichen Zustand, eben, wie er es nennt, das Dionysische. Sie ist Sirenenklang und darum nicht ganz ungefährlich. Man ist hingerissen vom Dionysischen, mit dem das Leben Fühlung behalten muss, um nicht zu veröden. Und zugleich bleibt man angewiesen auf Schutzvorrichtungen der Zivilisation und des Alltagsverstandes. Es überrascht nicht, dass Nietzsche das Sinnbild dieser prekären Situation im Schicksal des Odysseus findet, der sich an den Mastbaum binden lässt, um den Sirenengesang hören zu können, ohne ihm zu seinem Verderben folgen zu müssen. Der Wille zur gewöhnlichen Selbsterhaltung widerstreitet der Lust an der dionysischen Selbstauflösung in der Kunst. Freilich geschieht das nur im Spiel. Doch Kunst ist Spiel in einem sehr anspruchsvollen Sinn. Anspruchsvoll deshalb, weil die Spiele der Kunst manchmal das Beste am Leben sind. Ohne Musik
wäre das Leben ein Irrtum, sagt Nietzsche. Tatsächlich ist das Spiel schwer zu umgrenzen, weil inzwischen fast alle Lebensbereiche mit Elementen des Spiels durchsetzt sind, von der Erotik bis zum Sport, von der Börse bis zur medialen Unterhaltung, von der Politik bis zur Religion. Im Guten wie im Schlechten ist dabei immer ein Freiheitsgewinn im Spiel. Das meinte Schiller mit seinem Satz: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Womit spielt die Kunst? Mit allen Elementen des Wirklichen. Aber am eindrucksvollsten ist sie, wenn sie aus dem Abwesenden ihre Wirklichkeit erzeugt. Dafür gibt es eine schöne Parabel in dem Kultfilm der 70er Jahre, Antonionis Blow Up. Ziemlich am Ende des Filmes kommt der Protagonist, ein Fotograf, nach einer Nacht voll turbulenter Ereignisse am Morgen zu einem umgitterten Platz. Dort spielen zwei Leute, eigenartig kostümiert, mit Hingabe Tennis. Das heißt, wir sehen, dass sie die entsprechenden Bewegungen machen, aber wir sehen keinen Ball. Der Fotograf bleibt fasziniert vor dem Gitter stehen und schaut zu. Nach einer Weile folgt die Kamera mit ihren Schwenks der Flugbahn des imaginären Balles. Immer wirklicher wird das Unwirkliche an diesem grauen Morgen. Jetzt hören wir auf einmal den Ball und die Schläge, zuerst leise, vom Wind übertönt, dann immer lauter. Und der Fotograf vor dem Gitter bewegt den Kopf im Rhythmus des Ballwechsels. Jetzt hat ein Spieler zu stark aufgeschlagen. Der Ball, den noch keiner gesehen hat, fliegt über das Gitter und fällt dem Fotografen offenbar vor die Füße. Die Spieler blicken zu ihm hinüber, bittend. Der Fotograf zögert. Dann beugt er sich und hebt etwas auf, das nicht da ist, und wirft es hinüber. Die Spieler danken und setzen ihr Spiel ohne Ball fort. Das ist die Kunst, dieses Spiel ohne Ball. Vom robusten Wirklichkeitsverständnis aus gesehen, das Spiel mit nichts. Aber welch reiche Welt kann daraus hervorgehen? Das große Rätsel der Kunst. Vielleicht kommen wir bei dem Versuch, es zu lösen, am Ende doch nicht weiter als Hamlet in dem berühmten Gespräch mit den Theaterleuten. Ist's nicht erstaunlich, dass der Spieler hier bei einer bloßen Dichtung, einem Traum der Leidenschaft, vermochte, seine Seele nach eigenen Vorstellungen so zu zwingen, dass sein Gesicht von ihrer Regung blasste, sein Auge nass, Bestürzung in den Mienen, gebrochene Stimmen und seine ganze Haltung gefügt nach seinem Sinn. Und alles das um nichts, um Hekuba. Was ist ihm Hekuba? Was ist er ihr, dass er um sie soll weinen? Ich danke Ihnen.
Bien, quiero agradecer al señor Safransky, si me lo permiten, en nombre de todas las personas que hemos escuchado su intervención por su conferencia, por su magisterio. Bien, y antes de concluir el acto, se va a proceder a imponer la distinción musa novena a nuestro huésped. Como ustedes saben, las musas de Villa Adriana que se conservan en el Museo del Prado son 8 en lugar de 9. La reina Cristina de Suecia, a quien pertenecieron, gustaba colocarse entre ellas, en medio de ese grupo escultórico, para completarlo con su propia persona, como encarnación, digamos, de esa musa omitida, ¿no? La novena. En la velada de este martes 25 de octubre de 2022, el feliz autor de tantos libros valiosos, Rüdiger Safransky, a cuyo don para despertar la sagrada curiosidad del saber entre personas de cualquier condición, debe nuestra época nuevas expresiones de amor y por el conocimiento filosófico de los clásicos alemanes y de tantos otros inestimables pensadores, será distinguido con el galardón creado por el Museo Nacional del Prado, Musa Novena. Pero, en fin, antes de la entrega será necesario invocar mediante conjuro a la musa omitida y permítanme hacerlo con el ruego de unos segundos de silencio, o al menos sin carcajadas. Es el conjuro de la musa novena el que voy a leer ante ustedes. Es la hermana de Tersícore o Tersícore, de Melpómene o Melpomene, es digna hija de Mnemósine o Mnemosine, pariente de musas esdrújulas y de alegres musas memoriosas, trágicas, cómicas, líricas, sabias, que cantan, saben, recitan y hablan. Es musa novena y novena musa, hermana de Urania y de Talía, novena hermana de otras 8, afecta a un reparto entre 9. Buena vecina de Calíope, Urania, de la sin par Polimnia, Clío, Euterpe, Erato y Talía, en un panteón bien avenido, si de las 9 ninguna falta. Gracias, 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 hasta 9 veces sean dadas. Mucho gusta agradecer el Prado, bienvenida sea la paz, oh musa, bienvenido tu número 9. El galardón será entregado a continuación por el presidente del Real Patronato, Javier Solana, a nuestro huésped Rüdiger Safransky.
Muchas gracias por su atención. Con esto se clausura el acto.